Ich habe extrem viel Zeug, das ich mitnehmen will, und ich habe ein neues Hüfttaschchen, eine neue Hüfttasche, nämlich von Tasmanian Tiger, das Modular Hip Pack. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob ich mein Zeug da auch wirklich reinkriege, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossen vom Survival Shop bei Blizzcon, schön, dass du dabei bist. Und der EDC, ja, Everyday Carry, also Dinge, die ich immer gern dabei habe oder die vielleicht du auch gern dabei hast. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, Rucksack, Tasche, Umhängetasche, weiß ich nicht, irgendwas, was man sich am Kopf aufsetzt, ich habe keine Ahnung. Aber was wirklich eine tolle Sache ist, das ist natürlich so eine Hüfttasche. Und ich habe sehr viele Hüfttaschen, habe auch schon viele hier am Kanal vorgestellt, aber das ist meine neue. Und ich bin schon gespannt, was dieses Teil von Tasmanian Tiger wirklich kann, und wir packen es jetzt gemeinsam einfach ein. Bevor ich dir jetzt meine EDC-Gegenstände zeige und wieder einräume, ganz kurz, wie dieses Teil aufgebaut ist. Es gibt einmal hier hinten, fangen wir hinten an, ein recht großes Fach, das über den gesamten Bereich zu finden ist, mit einem Zip aufzumachen. Also das ist der hintere Teil. Und wenn du dir insgesamt dieses Hip-Bag, also diese Hüfttasche anschaust, dann wirst du merken, dass die ein, jetzt muss ich schon wieder Englisch reden oder versuche es zumindest, Low-Profile ist. Genau. Also, wenn du einen dicken Bauch hast, so wie ich, dann ist es sowieso egal, weil sowieso niemand merkt, wo was wo raussteht. Wenn du aber unterwegs sein willst, ohne dass man gleich sieht, dass du diese Hüfttasche dabei hast, aus welchem Grund auch immer, dann ist das wirklich auch schön gemacht und schön schmal. Da gibt es andere Dinge. Dann haben wir hier oben Laser Cut, Molleaufnahmen. Ich weiß nicht, ob du das gut siehst, aber wir bestücken das dann nachher gemeinsam. Dann ein großes Hauptfach. Ja? In diesem Hauptfach sind hier hinten so Klettmodular auf Teile. Da kann man was draufkletten, das machen wir dann auch noch. Und du hättest auch die Möglichkeit hier, da und auf der Seite, da gibt es so Mollestreifen bis ganz nach unten. Und kannst du auch Molleausrüstung einbringen. Also das gibt es noch. Hier haben wir zwei Reißverschlüsse, um das aufzumachen. Und dann gibt es hier vorne noch ein Frontfach. Hier, das ist da, dieses Teilchen hier. Und ja, das ist natürlich auch okay. Ist auch ganz nett und sowieso und überhaupt. Aber da ist nicht allzu viel dabei. Aber das ist auch dabei. Dann haben wir noch zwei Extras. Und zwar hier auf der Oberseite sozusagen. Das sind zwei so Schlaufen, die man... Entweder gibt man hier ein Flexicord durch, also irgend so ein flexibles Band, das man rüber spannt, um noch irgendeine Ausrüstung reinzubringen. Und dann gibt es auch noch diese zwei kleinen Funktionen hier. Das bedeutet, du kannst relativ einfach, du drückst diesen Hebel hier nach oben, drückst nach unten und kannst dann das gesamte Hip-Bag, also die Hüfttasche, abnehmen. Jetzt wirst du sagen, warum will ich das? Ich meine, es ist ja ein Hip-Bag und es ist ja hip, wenn ich so ein Bag habe, das Hip-Bag auf der Hüfte. Naja, egal. Nein, das kann man auch dann auf einen Rucksack oder auf eine Molle-kompatible Tasche draufgeben. Das werden wir dann nachher gleich tun, nämlich hier hinten, da, an der Stelle, da, genau da, nicht da, Waldurlaub, sondern das meine ich da. Da werden wir das dann nachher draufpoppen und werden wir uns anschauen. Aber auch diese zwei Funktionen hat diese Tasche mit dabei. Genau, und weil ich da jetzt ersparen will, das einzupacken gemeinsam auf meiner Hüfte, zeige ich dir, wie man das hier jetzt zum Beispiel auf so ein Molleteil draufgeben kann. Also man könnte das jetzt zum Beispiel auf einen Rucksack drauf geben oder auf eine Tasche, klackt wieder zu und dann ist es drauf. Also ob das Sinn macht und ob das für dich etwas ist, was dir Spaß macht, das ist eine andere Sache, aber es funktioniert auf jeden Fall. Gut, jetzt wollen wir meine EDC einräumen, und zwar typisch, ja, schon wieder das Minion-Tiger, ist ganz klar. Ich meine, sowieso alles billige Eigenwerbung hier, du kriegst alle Produkte im Shop, aber so ist das ganz einfach. Der Punkt dabei ist, ich habe halt gern dieses Geldtasche dabei, diese Geldtasche, und die passt hier wirklich wunderbar rein. Ich hole dich ein bisschen näher, damit du das schön anschauen kannst. Also die passt hier wirklich schön rein. Das geht sich alles gut aus. Dann, was habe ich noch gern dabei? Also ein Messer, gell? Und ich nehme jetzt exemplarisch hier dieses Sanrenmu-Messer. Das ist so ein, ja, in Deutschland, ich weiß, 42K-konform ist es nicht, aber für mich ist es urban recht interessant, da ein Glasbrecher dabei war. Das habe ich einmal anders mal vorgestellt, das lassen wir jetzt. Das kann ich hier reingeben, und ich könnte natürlich auch hergehen und ganz der Coole sein, wenn ich das wirklich wollte, und könnte es hier hinten auf in diesen Molleteil mit reingeben, und dann hängt das hier und steht hier. Gut, will ich aber nicht, ich gebe das seitlich her. Was diese Glättfläche, dieses Modular auch mit kann und hat, ist mit den neuen Tasmanian Tiger Taschen, die es gibt, könnte ich hier hinten ein Taschen rauf
poppen. Da kann man auch wieder was reinfüllen. Das ist auch sehr leid. Also das geht alles super wunderbar. Also für SD-Karten zum Beispiel, ich als Filmer, da ist das eh ganz klar. Also das geht sich alles aus und da ist seitlich noch immer ein bisschen Platz. Ja, vielleicht für eine Taschenlampe. Das wird eng. Taschenlampe wird eng, aber da geht sich aus. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Platz für, hätte noch Platz für andere Dinge. Das lassen wir jetzt einmal. Aber es ist einmal das Frontfach gepackt. Das Ganze nennt sich ja modular. Ja, das heißt, modular so zusammenzustellen, wie du magst. Und ja, es gibt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel hier dieses Tool Pocket, das hier ist das S, es gibt auch das XS, das wäre vielleicht noch besser, hier oben drauf baust, nämlich in das Molle mit reingibst. Und da könntest du jetzt zum Beispiel die Taschenlampe, die ich ja im Hauptfach eingebaut habe, anbringen. Kann man alles tun, ist überhaupt kein Thema. Oder du bist so jemand wie ich, der auf Technical Bench steht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Gerber-Tool, gebe da billige Eigenwerbung auch den Link, wo ich das her habe. Schau dir das ganz einfach an. Und das könnte man jetzt hier auch in das Molle mit reingeben. Durch den Clip hält das recht gut. Ja? Und man kann es dann nachher ziehen, wenn man es braucht. Nämlich, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt hat und unterschreiben muss. Ne? Zum Beispiel. Nein, Technical Pen ist ja keine schlechte Sache. Oder eben mein Tool, das ich auch immer mit dabei habe, ist ja ganz klar. Bei dem ist halt der Nachteil, dass es keinen Clip hat. Ja? Also es ist nicht wie bei einem Kuli, das kann man nicht festmachen. Fällt aber hier jetzt zum Beispiel auch nicht raus. Würde ich aber, da kann ich keine Garantie drauf geben, dass das auch wirklich 100%ig hält. Dazu habe ich die Tasche einfach, ich werde es in Langzeittest nehmen, aber das kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Aber auch hier ist dann die Idee, dass man rasch darauf zugreifen kann für den Glasbrecher, für das Pfeiferl. Billige Eigenwerbung gibt da den Link und auch unten und überall. So ist das ganz einfach. Gut, das ist jetzt mal diese Sache. Hier vorne, ja, ich weiß nicht, was man da reinpacken kann, aber was ich sehr häufig dabei habe, das ist das hier, nämlich im Outdoor-Bereich. Wenn ich bei den Trainings bin, so eine kleine, ich weiß, ich habe eine große Taschenlampe, aber eine Kopflampe. Und die ist recht klein, die ist nett, die ist von Betzler. Und da hast du dann noch immer Platz für irgendwelche anderen Dinge, weiß nicht, ein Feuerzeug, kleiner Feuerstahl oder was auch immer halt du halt gerne hast. So, warum Licht zweimal? Weil Licht für mich ganz entscheidend ist, weil wenn es dunkel ist, sehe ich nichts. Und ich war schon mal im Dunkeln im Wald, nämlich ohne Lampe und wollte nicht dort bleiben. Bei meinen Trainings will ich und muss ich ja dort bleiben, aber das wollten wir nicht, meine Frau und ich. Und daher habe ich so ein bisschen einen Taschenlampen-Tick auch aufgebaut. Nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, dass ich ein Taschenlampe-Experte bin. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber so ist das. Und für unsere Selbstschutzmenschen, die sagen, oh, ich brauche da immer irgendwas mit, zum Beispiel das Guardian Angel, das könnte man hier hinten schön noch mit reinbringen. Das geht sich auch wunderbar aus. Und du siehst, da ist auch noch Platz auf beiden Seiten. Das ist eben von Pixion, heißen die, ne? Wo auch der Jetprotektor herkommt. Da habe ich mal ein Video gemacht, gebe ich da auch oben den Link, ganz klar. Und du kannst das Ganze einpoppen. Und wenn du jetzt reinschaust, ja, wenn du jetzt so reinschaust in dieses Teil, das geht nach unten, das ist nach unten vom Querschnitt und geht nicht so eckig raus, also es ist relativ low profile. Schreib mal unten, wie man das auf Deutsch sagt, mir fällt es momentan nicht ein, low profile halt, ganz einfach. Und das ist die Idee dahinter. Ich werde es in den Langzeittest nehmen, also ich nehme das jetzt als meine EDC-Tasche und werde dann hier am Kanal in einem Jahr ungefähr, glaube ich, macht das Sinn, einen Bericht darüber geben, was ich davon halte und wie die ganze Sache ausschaut. Link, billige Eigenwerbung, ganz klar, in meinen Shop und überall und sowas und überhaupt, das ist eh ganz klar. Aber schreib mal bitte einen Kommentar. Hast du das? Was ist deine Meinung dazu? Es ist ja relativ neu jetzt von Tasmanian Tiger rausgekommen. Würde mich einfach interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, Video und bis bald. Ciao.